Willkommen. In diesem Video lernen Sie, welchen Stellenwert Medien in Kersten Reis' konstruktivistischer Didaktik haben. In einer Vielzahl an Aufsätzen und Büchern, die Kersten Reich mittlerweile veröffentlicht hat, finden sich Anmerkungen zu Medien. Auffällig ist dabei, dass diese immer als ein Symptom einer tiefergehenden Problemlage erscheinen. Medien stehen nicht für sich, sie zeigen etwas. In seinem theoretischen Grundlagenwerk zum Konstruktivismus, der Ordnung der Blicke, führt Reich verschiedenste Relevanzen von Medien an. Diese erscheinen immer in Form von Massenmedien und werden somit kommunikationstheoretisch bestimmt. Eine sprachphilosophische Begründung erfolgt nicht. Dabei wäre sie etwa mit Wittgenstein durchaus anschlussfähig an die konstruktivistische Erkenntnistheorie. Eine Relevanz, die Reich für Medien nennt, liegt in der erkenntnistheoretischen Begründung des Konstruktivismus. In der Moderne könnten Subjekt-Welt-Verhältnisse nicht mehr als Abbildung verstanden werden. Ein Grund dafür sei, dass die Produktion der Moderne dem Genuss des Blickes bedürften. Das heutige Denken sei ein Bilddenken, für das die Massenmedien unendlich viele Wahrnehmungen produzieren und multiplizieren würden. Reich schärft diese Analyse durch eine medienkritische Argumentation. Diese Multiplikation von Wahrnehmungen gelinge den Massenmedien nur dadurch, dass sie auf die Wiederholung bewährten Genusses setzten und diesen somit banalisieren würden. Diese medienkritische Perspektive zieht sich durch die Ordnung der Blicke. Später im Werk attestiert Reich den Medien in die Ontogenese des Individuums mit symbolischem Ballast einzudringen. Dies gelinge durch eine symbolische Überschwemmung mit Klischees. Diese habe wiederum eine Unübersichtlichkeit des Trivialen zur Folge. An anderer Stelle meint Reich, in den Massenmedien eine neue Art der Mythologie zu erkennen. Im zweiten Band spielt er die Illusionierung von Teilnahme durch die Massenmedien gegen tatsächliche Teilnahme an Objektrealisierung aus. Hier schimmert eine Argumentation durch, die Medienrealitäten vor allem als Illusion demaskieren möchte. Bei diesem trotz vieler Respezifizierung recht einseitigen Blick auf die Medien verwundert es wiederum, dass in den didaktischen Werken Reichs den Medien abseits der Massenkultur durchaus positive Wirkungen zugesprochen werden. So merkt er in seinem Einführungsband zur konstruktivistischen Didaktik an, Medien sollten vielfältig genutzt und immer selbst in ihrer Ausführung konstruiert werden. Im Kontext von Werkberichten hebt er anschließend die konstruktiven Potenziale von Medien hervor. Auch hier entwickelt er keinen eigenen Medienbegriff, nennt aber mit Portfolio, Druckerei, Theater und Computer eine Vielzahl an Einzelmedien. Diese Uneindeutigkeit in der Betrachtung von Medien mag darin liegen, dass Reich keinen eigenen Medienbegriff entwickelt und mit dem Begriff eine Vielzahl an Phänomenen angesprochen wird. Ein roter Faden lässt sich nur dahingehend erkennen, dass er den Massenmedien eher kritisch gegenübersteht, den Einsatz einer Technologie im Unterricht aber durchaus positiv gutiert. Kersten Reich entwickelt keine explizite Medientheorie. Medien erscheinen in seinen Texten in vielfältiger Form. In seiner Bewertung bleibt Reich ungenau. Massenmedien werden wegen ihrer normativen Kraft eher kritisch gesehen. Einzelne Medien erscheinen in Form von konkreten Methoden durchaus positiv, sofern ihre Konstruktion Bestandteil des Unterrichts ist. Kersten Reich entwickelt keine systematische Medientheorie. Dadurch werden mit dem Begriff sowohl Massenmedien als auch technische Medien angesprochen, wodurch eine eindeutige Bewertung des Einsatzgebietes von Medien schwierig erscheint. Dies verwundert, weil Kersten Reich an anderer Stelle mit dem Verweis auf Wittgenstein durchaus elaborierte sprachphilosophische Modelle heranzieht. Dass von diesen ausgehend nicht die produktive, Beobachterstandpunkt der erzeugende Kraft der Medien hervorgehoben wird und Reich in einer undifferenzierten Massenmedienkritik verbleibt, ist eine Leerstelle, die die konstruktive Didaktik noch füllen muss.